In jeder Branche, sage ich mal, gibt es schwarze Löcher, also wo man sagt, ja, die Branche kann auch mal verschwinden. Auch wir denken in Szenarien und haben natürlich dann die Gruppe weiterentwickelt aus den Stiften heraus, dass wir sagen, Kosmetik hatten wir schon und die Outdoor-Sparte kam natürlich dann aus einem langfristigen Plan, wie kann die Gruppe nachhaltiger sein. Und ich muss sehr wohl wissen, wo ich eigentlich hin will. Ich muss im Kurzfristigen flexibel sein, aber im Mittelfristigen sehr konkret, dass ich meine Ziele da nicht aus den Augen verliere. Wir sind in Bildung, wir sind in Schönheit, wir sind in Gesundheit, wir sind in erlebbaren, anfassbaren Erlebnissen. Das ist das, was die Leute wollen. Und danach richten wir die Gruppe aus. Jede unserer Sparten ist in seinem Feld, in einem genau begrenzten Bereich, eine Nummer eins. Wir kennen da außen ein bestimmtes Klientel sehr gut und bieten denen eben verschiedene Bereiche an, sodass ein Portfolio entsteht, was uns in der Frage von Risiko und Branchenzyklen und Internationalität als Familienunternehmen gut hilft. Wir sind immer noch sehr stark in dem, hat dieses Produkt wirklich einen Vorteil. Ob es der Kosmetikstift ist, der besser ist, nicht nur die modische Farbe hat, ob es der Stift zum Schreiben oder Markieren ist oder ob es eben die Jacke oder der Rucksack ist, der jetzt nicht modisch ist. Der Daypack, da bin ich im Modischen, aber wenn Sie mal einen Tag lang einen Rucksack mit 20 Kilo tragen, da ist Ihnen die Mode nicht ganz so wichtig. Das Ding muss einfach gut sein. Und da sind wir auch stark. Im Daypack, da spielen wir keine Rolle. Mir ist sehr wichtig, dass alle Personen im Unternehmen die immer schnelleren Veränderungen, die auf uns zukommen, die größere Komplexität, dass wir das eher als Chance sehen und nicht so sehr als Bedrohung. Diese positive Einstellung, diesen Optimismus, den würde ich gerne immer im Unternehmen wachhalten.